Charakter, ein Mensch mit Werten, ein Familienmensch. Er ist nicht sonderbar aggressiv, er ist durchdacht. Er ist geschäftlich auch, aber nicht nur. Er hat sehr fleißige Arbeiter. Er ist von der alten Schule. Super, Toni, jetzt So sind würde ich sie ihn einschätzen. gemeinsam. Ich lasse dir rein. Er ist aber nicht so schick oder etepetete. Er ist auch von der Straße immer noch. Lass die Spiele beginnen. Patron, was ist los denn, Lauro? Bitte setzt euch doch. Ricardo Rocca, mein Name. Hola, hola, Ricardo. Setzt euch also, doch bitte. Also, wir sind jetzt für die Pizzeria und so. Ja, und das sind die auch. Das sind Signor Ricardo, wenn ich mich vorstellen darf, das ist unser Patron. Sein Name ist John Fuego. Salut. Dein Mann, Bruder, mich, vielen Dank für die 5. Kuss. Und der Chef von denen nennt sich der Onkel. Patron, ich kann Ihnen sagen, dass ich diesen Mann kennengelernt habe, durch einen seiner Hermanos. Es ging um ein Gespräch geschäftlich, das hat sich geklärt. Aber sie kommen aus Mexiko. Sie sind anständige Männer, mit Werten. Und ich dachte, wir müssen uns unbedingt gegenseitig kennenlernen. Das war eine sehr gute Idee. Gefällt mir. Das Geschäftliche tatsächlich hat auch für uns sich erledigt. Nichtsdestotrotz würde ich gerne wissen und kennenlernen, wer die Zigarrenverkäufer sind. So hast du dich uns vorgestellt, zumindest Supremo. Was genau möchtest du denn hören? Ich möchte wissen, wer ihr seid, wo eure Ambitionen sind, woran ihr interessiert seid. Und ob die La Onda und, ich weiß nicht, Zigarrenverkäufer, sind die euch wirklich immer noch so? Was ist daran schlimm, wenn man ein einfacher Zigarrenverkäufer ist? Zigarrenverkäufer, sie, ist kein Problem. Das wäre mir nur neu, habe ich noch nie gehört. Orale, ich möchte nur wissen, ob die Zigarrenverkäufer und die La Onda gemeinsam was tun können. Ob sich da was ergeben kann. Okay, ich habe eine Frage, eine sehr direkte Frage an dich. Du kommst aus Mexiko, sieh? Gebürtig, sieh. Ich war 6 Jahre alt, als ich nach Los Santos gezogen bin. Und dann ist Los Santos im Staatsgefängnis San Quentin mein ganzes Leben verbracht habe. Das bedeutet, dich interessieren keine Gringos. Auch keine Zigarrenverkäufer. Sie könnten für euch ein bisschen arbeiten, aber das war's auch schon. Und das ist meine direkte Frage. Bist du auch sein Typ? Gringos, wie soll ich sagen, für uns arbeiten. Tatsächlich habe ich hier kein Angebot mitgebracht, um euch zu zeigen, hier, so sieht das aus bei der La Onda. Das können wir machen. Und tun. Und ich denke, auch viele andere Familien sind auch genau in dieser gleichen Positionen. Natürlich gibt es die ein oder anderen, die sich schon festgelegt haben, Meth, Kokain, Waffen, Aufsätze. Wie die Launder schauen uns das einmal ganz gemütlich an. Und wie würdest du dich fühlen, wenn irgendwelche Zigarrenverkäufer irgendeine Route für sich haben wollen? Irgendwelche Gringos. Irgendwelche Gringos. So hat sich tatsächlich noch nie jemand bei mir vorgestellt. Es ist für mich schlussendlich egal, ob das irgendwelche Gringos, Zigarrenverkäufer oder Chavalas von der Straße sind. Spielt für mich keine Rolle.
Dann weiß ich schon mal, was der Unterschied zwischen dir und mir ist. Gringos haben vor mir niederzuknien und das zu tun, was ich möchte. Denn mein Name ist Lloyd Zelami, auch genannt Fuego, geboren in Mexiko, 12er des Santos. Die rechte Hand vom wahren Patron Garcia. Und ich bin hier in Los Santos, weil ich das Santa Sofia Kartell ganz oben sehen will. Warum denn nicht gleich so Santa Sofia? Das hört sich doch schon viel besser an. Weil ich wissen wollte, wie ihr darüber denkt. Morale, sieh. Santa Sofia, das gefällt mir tatsächlich. Ja, das Santa selbst Sofia. Wenn es, bitte sprich weiter. Mir, selbst wenn es mir nicht gefallen würde. Es geht hier rein um Geschäftliche, sagen sie. Und das Geschäftliche kann man nur beginnen, indem man die Interessen der anderen kennt. Das ist so korrekt. Deswegen frage ich dich mal, wo liegen deine Interessen? Ricardo. Miklo, Magic, wie oft habe ich diese Frage heute schon beantwortet? Ich fühle mich wie eine Kassette, die man immer wieder zurückspult. Aber gar kein Problem, sie. Dafür sind wir hier. Fuego war dein Name, sie. Lloyd. Das ist so korrekt. Fuego oder Lloyd. Auf den Straßen sage ich Fuego. Damit die Copas nicht direkt meinen richtigen Namen wissen. Doch der richtige Name ist Lloyd. Fuego, so wie dein Charakter, passt zu dir. Ein sehr vorsichtiger Mann, der mich mit einer Maske begegnet. Orale. Das gefällt mir tatsächlich sehr, sehr, sehr. Ein vorsichtiger Mann. Mit vorsichtigen Männern arbeite ich sehr gerne. Auch wenn unsere Interessen nicht dem entsprechen, dass wir zusammenarbeiten können, Lloyd, sehe ich irgendwie mich ein Stückchenweise dazu gezwungen, mit ihnen was zu starten. Sie, vom Charakter her, gefallen sie mir sehr. Signor Ruka, Sie kommen aus dem Gefängnis, nicht wahr? Sie. Sie kennen die Straßen. Man kann nie vorsichtig genug sein. Ist das richtig so? Supremo, wenn du mir richtig ins Gesicht schaust, siehst du, dass mir ein Auge fehlt. Man kann nie vorsichtig genug sein. Das Auge hat mein Bruder mir genommen. Ich habe ihm letztendlich sein Leben genommen. Ich traue niemanden. Auch nicht deiner Madre? La onda a toda madre, a undos madre. Es ist nichts ersetzbar wie die Liebe deiner Mutter. Und nichts zerstört einem mehr als der Verlust deiner Mutter. Ich sehe das genauso wie du. Aus dem Grund wollte ich unbedingt, dass meine Madre sich mit mir vereint. Und deswegen aus Liebe zu ihr habe ich ihr Kopf abgeschnitten und habe dafür gesorgt, dass ihr Blut mit mir sich vereint. So sind wir für immer zusammen. Wir sind für immer zusammen. Keiner kann sich jemals, kann jemals dafür sorgen, dass wir uns jemals wieder trennen. Sie und ich, für immer vereint. Das ist richtig. Ich kann bestätigen, wie das Blut seiner Mutter direkt in sein Gesicht gespritzt ist. Morale. Das ist viel zu viel für meinen Geschmack tatsächlich. Ist das nicht so, El Patron? Es war der schönste Augenblick meines Lebens. Als ich diesem Messer es getan habe und da das Blut dann gespritzt ist, die ersten Bluttropfen in mein Gesicht. Es war der schönste Moment in meinem Leben. Morale. Und jeder hat seine Hobbys, nicht wahr? Senor, dieses Thema tatsächlich brauchen wir gar nicht so vertiefen. Freut mich, dass Sie das mit Ihrem Gewissen vereinbaren konnten, was Sie da getan haben. Aber nichtsdestotrotz, Lloyd, komme wieder zurück.
Die Launda möchte gerne sich hier ein wohlhabendes Leben erschaffen, sodass jeder Chicano, jeder Karnal, jeder Vato de Launda sich wohlfühlt, seine Familie ernähren kann. Deshalb sitzen wir hier. Unsere Interessen bestehen darin, wie gesagt, uns anzuschauen, was die Kartelle, Mafien, Gangs so vorhaben. Und die Launda wird dafür sorgen, dass eine Lücke geschlossen wird. Denn es gibt immer eine Lücke, Leute. Da hast du recht. Weißt du, die Santas, die wollen nichts. Und doch alles, alles, was Los Santos uns zu bieten hat, bis zu dem Tag, wo derjenige kommt und mich aufhält. Wenn man nichts erwartet, Leute, und alles bekommt, das nenne ich Schicksal. Morale. Kommen wir zu förmlicher, sagen Sie. Hat denn Santa Sofia schon sich etwas gedacht, was Sie hier in Los Santos an Geschäften aneignen wollen? Die Frage ist, habt ihr euch schon was gedacht? Ein sehr vorsichtiger Mann. Sehr vorsichtig, sie. Kann ich sehr gut verstehen. Morale, wir haben tatsächlich in Erwägung gezogen, die Geldwäsche an uns zu reißen. Wie, wann, wo, weshalb, wird sich zeigen. Die Zeit, keiner von uns kann in die Zukunft schauen. Es könnte sein, dass es morgens schon soweit ist. Es könnte sein, dass es schon in einer Woche so aussieht, dass die Wirtschaft es gar nicht zulässt. Und mit nicht zulässt meine ich natürlich, dass die Schwarzgeldwäscherei gar nicht mal so interessant ist und gar nicht lukrativ ist und meine Karnales nicht ihren Bauch vorschlagen können. Aber das ist unser erster Anhaltspunkt. Wir interessieren uns nicht für Drogen. Ob wir es dort arbeiten oder nicht, im Moment sieht das so aus, Leute. Das ist das Einzige, was sehr lukrativ ist. Die Meffrude wurde schon für sich beansprucht. Kokain ist gerade so ein bisschen im Umlauf. Daran arbeiten wir gerade und machen unser Geld. Das große Geld. Jeder sucht das gerade. Sieh, das ist das von uns. Wie sieht's bei euch aus? Das bedeutet, ihr wollt die Schwarzgeldwäsche. Sieh, so sieht das aus. Doch bis es zu diesem Zeitpunkt kommt, wollt ihr an der Kokaina arbeiten, um Dollars zu machen? So wie es jetzt gerade aussieht, sie. Das hört sich perfekt an. Denn du sitzt genau vor dem, dem das Kokaina gehört. Wie oft haben wir das schon gehört, Magic? Miklo. Wie viele Familien haben schon gesagt, dass das Kokain-Business deren Sache ist? Im Moment habe ich noch keine Familie gesehen, die gehandelt hat. Das ist so korrekt. Auch wir nicht. Denn es gibt einen Grund. Orelle, dann würde ich den gerne erfahren. Jede Familie wird heute besucht. Ihr wart auch auf der Liste. Ihr seid aber zuerst gekommen. Und ihnen wird gesagt, dass in 2 Tagen Kokain geschlossen ist. Und nach 2 Tagen kann man weiterhin dort arbeiten. Vorausgesetzt, man zahlt wöchentlich. Doch der Preis wird so sein, dass man mehr als genug Dollars machen kann. Okay. Und jeder, der es nicht möchte, der kann ja versuchen, heimlich dort zu arbeiten. Es ist uns durchaus bewusst, dass wir von heute auf morgen nicht auf dieses Feld gehen können. Sagen, dass es zu, damit alle uns schassen und alle sich gegen uns stellen.
Sieh, das Kokain gehört uns, zumindest dem Kopf von unserem gesetzten El Patron. Natürlich, die Leute arbeiten dann noch. Wir haben einen Plan, eine Strategie und die führen wir aus. Sehr gut, das hört sich gut an. Dann werden Sie auch wissen, dass in Zukunft, sobald die Regierung merkt, dass die Käufer von Kokain oder Meth oder jeglichen Drogen zu viel Geld machen. Und dann wird nur noch Schwarzgeld ausgehändigt. Genau darum geht es, Ricardo. Du hast es verstanden, du gefällst mir. Deswegen sagte ich, du stehst jetzt genau vor dem Mann, den du benötigst. Das muss erstmal bewiesen werden. Sprich, ich möchte einmal sehen, wer das halten kann, wer die Kokainroute halten kann. Wenn ihr heute darauf spezialisiert seid, die Familie zu besuchen, können wir nochmal gerne darüber Kalida, telefonieren. Mein Bruder, vielen Dank für dein Prime. Aber ich würde gerne Taten folgen sehen, statt hier ewig lang rumzuquatschen. Sag mir, hast du von uns noch gar nichts gehört? Oh, tatsächlich. No. Dann sag ich mir, hat sich jemand gegen die Kanons gestellt wegen der Meth-Route? Meglo, Magic, wisst ihr da was um was? Meine Information, El Meromero, bis jetzt noch nicht. Ist darüber Bescheid, El Meromero. Sieh, wer hat nicht Kanon? Das Kanon gestern vorne stand. Meine Information. Das heißt, stand hinter denen? Oder an der Wand, eher gesagt. Welche Kanon, Familie hat sich den Kanon gestellt? Soweit ich weiß, Hermano, stand nicht Kanon an der Wand. Aber wer stand denn an der Wand, Chicano? Wer hat sich den Kanon-Kartell gestellt? Das ist hier die Frage. Stehen. Ah, orale, Leute. Darauf möchtest du hinaus sehen. Genau da. Du möchtest mir sagen, dass ihr tot, was ihr tot seht. Richtig. Wir schrecken vor niemandem zurück. Und die Kanon haben gestern gemerkt, dass trotz deren Elitas es eine Familie hier gibt in Los Santos, die ohne zurückzuschrecken vor ihnen steht und bereit ist, dem Tod ins Auge zu blicken. Und tatsächlich haben sie auch gestern gemerkt, dass es ein sehr knappes Ding werden kann, wenn die Santos der Feind werden. Also sag mir, wer traut sich außerhalb von uns, sich den Kanons momentan zu stellen? Frauen ist immer so eine Sache, Leute. Aha. Ich kann gerade nicht einschätzen, ob du Loco bist oder ob du ganz schwere Cojones hast. Das Erste, ich habe keine Cojones mehr. Die wurden mir in Mexiko abgeschnitten. Das kann ich bestätigen. Morale. Ich besitze sie nicht. Nichtsdestotrotz, Loco zu sein heißt kein Nachteil, sie. Loco zu sein ist das Schönste, was es gibt auf dieser Welt. Morale. Gefällt mir. Ein ganz anderer Anblick. Ja, ich habe ihn zum Lachen gebracht. Er ist aus deiner Rolle gekommen. Sehr gut. Nun, deswegen gibt es einen kleinen Unterschied zu das, was Sie vorhin gesagt haben, und zwar, dass Sie viele Familien sprechen hören, aber keine Taten. Wir hatten tatsächlich schon einige Kämpfe hinter uns, genau um diese Route. Wir sind ambitioniert, wir haben das Fest, dieses Ziel fest im Kopf. Das bedeutet, egal wer dort vorne steht, seien es die OGs, die Amchos, diese dreckigen Bluts oder irgendwelche Fake-Kalis. Sie werden alle sterben. Fake-Kalis. Sie sind nicht so gut anzusprechen auf die Kalis, habe ich das Gefühl.
Das ist so korrekt. Und Ihnen ist auch bewusst, dass Carly Cartel sich die Waffenroute an sich reißen wollen. Sind Sie denn arsenaltechnisch so gut aufgerüstet, dass Sie sagen, die brauchen wir gar nicht? Falls es soweit ist, dass Carly Cartel natürlich sagt, danke für 5 das ist unseres. Dankeschön. Stabiler Spucker. Stabiler Spucker, ja. Bruder. Was Sie wollen. Es ist ein Unterschied zu dem, was wir heute tun. Ich denke, das heißt, warten wir den heutigen Tag ab. Und seien wir gespannt. Sieh. Keiner weiß, was die Zukunft bringt, wie gesagt. Gut. Ich denke, wir wissen, wo wir sind, wo wir bleiben. Sie haben was von der Launda gehört. Und falls Sie mitbekommen, dass es für die Launda soweit ist, dass Sie die Geldwäsche betreiben, wenn es überhaupt so weit kommt und unsere Interessen nicht natürlich anderer Natur sind oder werden und Sie Schwarzgeld haben, können Sie sich natürlich auch mal bei uns im Barrio blicken lassen, dass wir uns auch nochmal dort kennenlernen. Sehr gerne. Tatsächlich, wie ich schon gesagt, hatten wir heute vor. Aber wir werden... Ich war zu lange nachdem weg. Wir bei den Fake-Garlis heute waren... Dein RP war damals waren, schon krass, aber du bist nochmal um ein paar Levels gestiegen. Heute vorbeikommen, wenn ihr da sein solltet. Und das uns sehr gerne anschauen. Vielleicht habe ich Glück. Und habe auch ein paar Reste. Blut im Gesicht. Ey, vielen Dank, Thomas. Vielen Dank für die 5. Liano, vielen Dank für 7 Monate. Ich küsse deine Herzen. Wieso weiß ich tatsächlich auch nicht. Aber es gefällt mir. Orale. Gut, dann lass uns auf den Weg machen. Señor Fuego, wir hören uns sehen. Bis bald. Adios. Salut. Wir begleiten Sie. Sie, wir begleiten. Gracias. Salut. Kuss, Kuss. Kuss, Kuss. Boah, das wird gut. Das wird gut. Das wird gut, das wird gut.